Hallo, mein Name ist Katrin Göritz. Ich arbeite im Studienservice bei der Apollon Hochschule. Bin dort seit dem Jahre 2008 im Studienservice tätig, dort speziell für die Seminarorganisation. Wodurch zeichnet sich denn der Studienservice der Apollon Hochschule aus? Wir im Studienservice sind von Anfang an für Sie da. Das heißt, bei Ihren ersten Fragen stehen wir Ihnen Rede und Antwort. Da können Sie gern telefonisch, per E-Mail Kontakt zu uns aufnehmen. Sie können auch gern persönlich vorbeikommen, um uns kennenzulernen. Da helfen wir Ihnen bei allen Fragen rund um Ihre Anmeldung, rund um Ihr Studium, wie Sie es organisieren, das Studium. Dann sind wir natürlich während des Studiums ganz wichtige Ansprechpartner für Sie. Das heißt, wenn es um die Klausuren geht, wenn es um die Seminare geht, wenn es darum geht, dass Sie Ihre Fallaufgaben einsenden, dann helfen wir Ihnen eben bei allem Organisatorischen und haben immer ein offenes Ohr für Sie. Ganz wichtig ist uns auch, dass wir Sie komplett begleiten während Ihres Prozesses. Das heißt, gegen Ende des Studiums ist es natürlich interessant, wo geht es hin? Also wo lande ich nach meinem Studium? Das heißt auch, wenn es um die Fragen der Karriereplanung geht, helfen wir Ihnen sehr gerne weiter. Welches ist aus Ihrer Erfahrung heraus die größte Belastung, mit der sich Fernstudierende auseinandersetzen müssen? Es ist eine große Herausforderung, ein Fernstudium neben dem Beruf, neben der Familie, neben den Hobbys in Angriff zu nehmen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass einige Faktoren stimmen. Grundvoraussetzung ist, dass das soziale Umfeld mitmacht. Das heißt, Sie sollten Ihre Familie informieren, Ihre Freunde, dass die mitspielen, dass die eben Bescheid wissen, in den nächsten Jahren habe ich vielleicht nicht so viel Zeit. Das ist der erste Punkt, der stimmen muss, dass eben Ihr soziales Umfeld informiert ist und Sie unterstützt im Studium. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass Sie selber für sich eine Art Projektmanagement für sich realisieren. Das bedeutet, Sie lernen von uns, wie funktioniert das, wie funktioniert Zeitmanagement, wie kann ich für mich mein Studium strukturieren, sodass ich auch mein komplettes Leben strukturiere. Also, dass Sie Freizeit, Beruf und das Studium unter einen Hut bekommen, da bekommen Sie Handwerkszeug von uns dazu. Und der dritte Punkt ist eben, dass Sie eine gute Beratung haben. Das bedeutet, dass Sie nicht von uns einfach losgelassen werden, dass Sie nicht die ganzen Hefte nach Hause bekommen und sich da alleine durchkämpfen müssen, sondern wir beraten Sie, wir sagen Ihnen, was ist wichtig. Und auch wenn es einmal partout nicht klappt, das heißt, wenn Sie andere Sorgen haben als das Studium, helfen wir Ihnen sehr gerne, sodass Sie nicht allein gelassen werden mit dem Studium. Wer studiert eigentlich an der Apollon Hochschule? Gibt es den typischen Fernstudenten? Der typische Fernstudent, denken viele, ist derjenige, der keine sozialen Kontakte hat, der gerne zu Hause sitzt, vor dem Computer, vor seinen Büchern und eben wenig mit seinen Kommilitonen in Kontakt treten möchte. Das stimmt natürlich nicht. Unsere Studenten haben wir alle als sehr aufgeschlossene, kommunikative Persönlichkeiten kennengelernt, die alle wahnsinnig interessant sind und die Chance eben nutzen, sich zu vernetzen. Das heißt, das ist ein sehr großer Vorteil, den sie im Studium haben. Sie haben Studierende, die wirklich im Leben stehen, im Berufsleben und mit denen sie super netzwerken können. Das ist ein großer Vorteil, den Sie eben mitbringen als Fernstudierender, den auch Arbeitgeber sehr zu schätzen wissen. Das heißt, Arbeitgeber wissen, Sie als Fernstudierender können sich organisieren. Sie sind zielgerichtet, können eben Ihre Vorstellungen so einbringen, in die Praxis umsetzen. Und Sie haben eine sehr hohe Motivation als Fernstudierender. Das sind alles Bonuspunkte, die Sie durch ein Fernstudium mit dazu bekommen.